Hallo, meine musikuntermalenden Angebot- und Nachfrageregler und herzlich willkommen zurück zu weiteren lauschigen Wünschen hier bei SnowRunner. Heute habe ich mal vorgenommen, ich will mit euch Lieferungen zum Ölfeld mal versuchen. Habe mir hier so eine Strecke rausgesucht. Ob sie richtig ist, das weiß ich noch nicht. Das sehe ich dann, wenn ich nachher richtig, ob ich richtig stehe oder nicht. Und das wäre einfach mal ein Versuch wert, dass wir das heute mal angehen. Ich würde sagen, wir legen los. Und ja, wir versuchen es einfach. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Wir versuchen es mit unserem Dicken hier. Kann mit dem wieder unter anderem auch sehr schwierig werden. Zwei Stahlträger habe ich schon draufgebabbelt. Und würde sagen, wir legen los. Und wir werden sehen, was folgt. Lass doch mal bitte die ganzen Sachen sein. Und versuch einfach, dich darauf zu konzentrieren, ob wir das hinkriegen oder nicht. Es ist einfach ein Versuch wert. Heute habe ich wieder versucht, dass ich zwei Videos hochlade. Müsste sogar klappen. Könnte sein, dass wir jetzt mit SnowRunner etwas später sind. Aber auch nur, weil mein Kumpel noch Hilfe brauchte. Und ich bin jemand, der halt Freunden immer recht schnell zur Hilfe eilt. Und dann habe ich jetzt einfach geholfen. Hä, hallo? Ich habe doch nur schon umgeschaltet, aber der hat einfach aufgehört zu fahren. Manchmal ist komisch. Genau. Das wollte ich jetzt als nächstes machen, einfach, dass wir die Wettkämpfe fertig kriegen. Wir haben danach noch einen Wettkampf hier unten, wo wir dann hoch müssen zu unserem Lager. Wäre noch die andere Variation, wenn wir versuchen würden, ob wir dann das zum Lager halt hinschiffen können. Ob wir das hinkriegen. Das wäre so das nächste Ding. Schauen wir einfach mal. Jetzt wollte ich erstmal mit euch das hier versuchen. Ob wir das hinkriegen, ich weiß noch nicht, ob das unbedingt Gold wird. Aber sofern wir es hinkriegen, kriegen wir es hin, ne? Weil Gold ist immer so eine Sache. Da muss man die Wege der geheimen Wege kennen. Und das ich auch eigentlich auch aufschreiben, aber ich kenne sie partout nicht. Genau, das ist so mein Ziel. Und danach weiß ich noch gar nicht. Also entweder wir versuchen noch den anderen Wettkampf. Kann ich aber noch nicht versprechen. Sag mal, manchmal verstehe ich das nicht. Ich starte auf H um, er bleibt stehen. Gut, versuchen wir es mal weiter. Wir müssen es in 8 Minuten halt hinschaffen, damit wir Gold kriegen. Der Weg, ich kann mich noch entsinnen, der war nicht ganz so ohne. Deswegen keine Ahnung, ob oder ob nicht. Ich versuche mein Bestmöglichstes, das hinzukriegen. Ja. Heute war auch wieder, ich wollte eigentlich die Vorfnahme wieder viel früher machen. Konnte ich aber auch schon wieder teilweise vergessen, weil ich durch die Kinder musste ich wieder viel hin und her, Schule und Co. Und dann Ausfall hier, Ausfall da auf einmal wieder. Und da ist hier versprochen, solange ich zu Hause bin, müssen sie nicht unbedingt in den Hort. Was vielleicht dann doch da ein Fehler war, aber daran halte ich mich, wenn ich das dann immer spreche bei meinen Kindern, dann möchte ich mich auch daran halten. Aus dem Grund hole ich sie dann halt auch immer ab. Und insbesondere bei dieser brütenden Hitze, da wollte ich jetzt auch nicht unbedingt, dass der jetzt kommt, fahren mit dem Bus. Die Busse bei uns, die fahren erstens alle Stunde nur und zweitens husten die nur heiße Luft. Ich musste ja einmal selber den Bus nutzen, um wegen meinem Auto vor Werkstatt zu kommen. War ein bisschen weiter weg. Und deswegen ist das Verständnis groß für meine Kinder, dass ich sie dann nicht unbedingt derzeit in den Bus fahren und Bus fahren lasse. Das mache ich ja, wie gesagt, auch zu Hause bin. Da möchte ich mich auch darum kümmern und ihn da auch so ein bisschen unterstützen und beistehen. Das ist auch so krass, war das mit dem Schlamm hier. Dass der so heftig ist, das ist der Wahnsinn. So, wieder beschleunigen. Bitte nicht überall diese Stimme reinbabben. Mal habt ihr sie, mal habt ihr sie nicht. Also ist schon komisch. Er hat schon wieder herumgezickelt.
Deswegen habe ich mir gedacht, okay, schalt lieber gleich um, bringt mehr, als wenn wir jetzt da das offen lassen. Warte mal, war das hier nicht sinnvoller, gerade zuzufahren? Ich glaube, hier war es besser, wenn wir gerade zugefahren sind, ne? Als jetzt hier nochmal in diesem Winkel drumherum. Also fragt man sich auch, ob man die Straße mit Absicht zulegt, anstatt sich einfach eine Zufahrtsstraße direkt dazugepackt hätten. Nein, wir werden außen drum fahren, mein Freund. Ja, wie geht das? Ach, guck mal einen an, wir sind schon da. Was ist denn da passiert? Wie habe ich das hingekriegt? Ich glaube, das ist vielleicht eine falsche Quest oder sowas. Ich glaube, ich spiele gerade das Falsche. So, Stahlträger zweimal geliefert. Klang, klang, klang. Wie sehr kennst du dich im Geschäft aus? Ich habe bei diesem Auftrag einen guten Gewinn gemacht. Hier ist dein Anteil. 7400 bekommen und 1070. Das haben wir jetzt ja gerade noch nicht. Und aber 77% in Time mir und 93% bei allem. Wir haben jetzt noch 17 Quests offen, meine Damen und Herren. 17 Quests. Warte mal, mach mal bitte kurz den aber aus. So, warte mal, was hatten wir jetzt denn neu? Ich muss mal ein bisschen mit euch so ein bisschen durchgehen. Also wir haben die Zementlieferung noch offen. Das weiß ich noch nicht, wie ich das machen soll. Aber Lieferung ans Lager aus. Sprich, wir müssen jetzt den ganzen Weg nochmal runter. Und dann sollen wir den Weg hoch. Aber da würde ich, den muss ich nämlich in 8 Minuten 30 dann schaffen. Jetzt würde ich hier hinten lang fahren. Wir waren in 5 Minuten noch was hier. Würde ich den Weg nach da nehmen, dann würde das aber auch gehen, ne? Hm. Hört da gerade Radio, wa? Denn das erlaubt? Dürfen wir das dann da rausspielen? Wobei die Strecke hier gar nicht so schlimm war, ist mir aufgefallen. Ich hatte die, glaube ich, falsch in Erinnerung oder allgemein schon falsch gemacht. Ich hatte die in Erinnerung, dass die schlimmer war. Da machen wir jetzt dann Lieferung zum Lager, ins Lagerhaus. Da werden wir dann sozusagen die Sachen nehmen, die Holzplanken, 4 Stück aufbabbeln, Quest annehmen, wumm, wumm, wumm und versuchen. Ich überlege wirklich, ob wir den Weg trotzdem da lang nehmen. Weil wir haben ja den Weg jetzt hier nicht mehr. Wir sind ja von hier gefahren. Ne? Wir sind ja hier herum erst und dann da drauf. Von hier starten wir von hier. Fahren bis hier runter und dann den Weg hier lang. Der war eigentlich möglich, ne? Oder ist der Weg... Ich bin mir hier halt unsicher. Das ist ja so ein Lucky-Ding. Wenn du da runter gehst, kannst du doch verhauen und ist vorbei. Puh, na, ich überlege mir noch. Wobei ich mich schon eher dafür interessiere, den auf Lucky-Basis zu fahren, wa? Schon irgendwie so, dass ich den eher auf Lucky-Basis setze. Ich glaube, ich werde auf Lucky-Basis spielen und dann da herunterdödeln. Ja, wir versuchen jetzt erstmal, die nächste Runde zu waschen. Ja, ich vergesse immer wieder, dass sobald du dann sowas hast, da ist der halt sehr schwierig. So, warte mal. Wir fahren hier wieder rüber. Ja, selber versuchen. Ich würde gerne nämlich die Wettbewerbe mal abschließen. Weil wenn wir die Wettbewerbe haben, ist ja auch schon wieder ein Stück mehr. Da graut mich ja am meisten eigentlich immer vor diese Wettbewerbe, weil da kannst du dir ganz hast die Hosen runterziehen und dann siehst du erstmal düdelig aus, weil du gar keine andere Wahl hast, als dazu zu fahren. Jemini. Ja, deswegen. Also ich versuche mich jetzt erstmal so die nächsten Tage daran zu setzen, dass ich das hinkriege, dass sowohl als auch SnowRunner sowie auch als Medieval seine Videos kassiert und auch hochgeladen bekommt und in einem vernünftigen Rahmen. Ich will trotzdem von der Zeit her bleiben. Hilfe, was war denn das jetzt? Warum ist der so hinten so gejumpt?
dass wir auch ungefähr im vernünftigen Rahmen sind und auch ein bisschen bleiben. Weil wäre schon sehr schön, wenn es wieder so ein bisschen einheitlich ist. Ist zwar immer noch alles schmerzhaft, aber kennt ihr das selber? Euch schmerzt das alles? Also ihr habt Schmerzen, aber ihr gewöhnt euch einfach irgendwie dran. Der Schmerz ist immer noch teilweise sehr intensiv, falsch auftreten, etc. geht gar nicht. Aber man gewöhnt sich dran, man kann das so ein bisschen so, ja okay, ist halt so. Da kann ich jetzt nichts weiter machen. Der hier war übel. Deswegen würde ich über diesen Lucky Try gerne versuchen. Wäre schon geil, wenn das klappt mit dem Lucky Shot. Wenn wir da runterkommen, wirklich. Hallo? Ich sag ja, das ist so der kleine Nachteil bei diesem Hübschen. Er hat halt so ein paar Eigenheiten, dass er zu tief gelegen ist. Sehr minimal. Ah. Wenn wir den jetzt auch noch hinkriegen. Das wird irgendwie feiern. Ist da das? Zwei Wettbewerbe oder vielleicht sogar noch einen dritten. Oder wobei, wir machen zwei Wettbewerbe und ich fange dann schon an rüber zu fahren. Wegen dem Ölbohrer. Den Rest mache ich dann offline. Und ab der Hälfte schalte ich euch dazu, dann machen wir den Ölbohrer noch und keine Ahnung. Problem ist halt, der ist ja 5 groß, ne? Leider, leider. Und wir haben ja immer noch die großen Holzstämme, damit wir die eine Questreihe komplett abschließen. Ich überlege echt nicht wirklich. Ja doch, ich mache das so. Ich werde es mal so versuchen. Würde ich da scheitern, werde ich nochmal neu versuchen. Das ist wahrscheinlich so das Ding, ja. Das machen wir so. Oh, ja, ich muss ja noch eine Aussage revidieren von meinem letzten Video natürlich, da wurde ich auch gut aufgeklärt. Vom lieben Heli, das dann die Gothic und EDC. Also ich ziehe erstmal alle Aussagen diesbezüglich einfach zurück und lasse da einfach offen, weil es scheint doch ein bisschen mehr dahinter zu stehen als das, was ich überhaupt ansatzweise mitbekommen habe. Man muss ja sagen, regulär bin ich ja recht jung für Gothic 1 eigentlich. Weil es ja auch schon sehr älteres Spiel. Und genau. Deswegen ich da mal meine Aussagen ein wenig zurück. Ja. Der war ganz gut. Der war ganz gut, finde ich. Ich finde, es war eine ganz gute Wendung. Aber es ist gerade richtig schön windig. Ich bin bei meiner Tochter im Zimmer gerade das Fenster aufgerissen. Bei uns das Balkonfenster. Jetzt darf ich euch jetzt danach ein bisschen gefällt. Und noch mehr. Der Zaun, der war schon kaputt. Ich kann nichts dafür. Einfach nur zurückdrücken.
Bisschen begradigen. Ein bisschen begradigen. Wow, wow, wow. Wenn man manchmal so extrem ist. So. Nein, da wir jetzt zusammen hier unterwegs sind, wird auf jeden Fall beladen wir uns selber. So, ach ja, warte mal. Warte. Hier Holzplank. Danke dir. Danke. Und weiter geht's. Nee, du musst einfach nur hochheben. Nimm ein. So. Zwei. Ich muss sagen, das so hochziehen dauert irgendwie länger. Plump. Nicht so. So, weißt du was? Jetzt ziehen wir den nämlich hoch und ziehen den einfach schon mal nach dort. So, und jetzt kannst du doch bestimmt. Und warum kann der nicht nach oben? So, fertig. Kran wieder herstellen. Seht ihr. Und jetzt sitzen wir da, jetzt sitzen wir dort und jetzt geht's los. So, wird schon langsam dunkel, wa? Wird schon langsam dunkel. Pass mal auf. Jetzt, also, am sinnvollsten fand ich jetzt persönlich es gerade, wenn wir versuchen, irgendwie da lang zu kommen. In die Richtung uns fortbewegen. Immer weiter. Hier herunter säbeln, dahin säbeln, dorthin säbeln, jenes säbeln, dieses säbeln, alles säbeln, welches säbeln, rüber säbeln. Und total daneben säbeln. Ja, ihr wisst schon Bescheid, ne? So, und dann hierher, ne? Das war ja ungefähr, das müsste ja Lieferung Lagerhaus sein, ne? Genau, und dann flapp. Okidoki. Wir starten den Wettbewerb. Let's fetz, meine Damen und Herren. Let's fetz. Wir werden sehen, ob wir es schaffen. Ob es richtig lag oder falsch lag. Ihr könnt euch das Ende ja schon denken. Ich bete und hoffe noch. Weil das eine Lied von dem In Extremo Gördebecker. Da sagt ja auch eine schöne Passage. Ne? Wir beten nicht, wir glauben. Also wir glauben einfach heute mal daran, dass wir das hinkriegen. Pass auf, du darfst nicht zu weit rechts rüber. Versuch dich mal einen Baum ein bisschen lang zu schmuseln. Und dann einmal durchzudrehen. Ah, nee, war klar. Da bin ich schon an der Wurzel hängen geblieben, leider. Oh, come on, ey, diese blöden Baumstämme. Ansonsten helfen die mir immer, aber in dem Moment sind sie für mich gerade sehr schädlich. Die waren jetzt gerade sehr schädlich, bin deswegen hängen geblieben. Jetzt muss ich hier versuchen, ein bisschen rüber zu kommen, damit ich danach nicht in die nächste Pfütze hineinhusche. Und nach 7 Minuten, meine Damen und Herren, das ist wenig. Wenig Zeit. Müssen wir jetzt schnell lösen. Schnell. Nicht die Baumwurzel erwischen. Würde zum Nachteil sich auswirken.
umschalten. Und kommen wir auf den Asphalt und da können wir ja kurz ein bisschen beschleunigen. So. Das hat schon mal geklappt, meine Damen und Herren. So, okay, und jetzt geht es nämlich wieder weiter. Ich bin gerade nicht wundern, ich will mich so ein bisschen konzentrieren. Deswegen sage ich mir, was ich jetzt ungefähr drücken möchte. Weil ich versuche von performancemäßig her herauszuziehen halt, ne? Und jetzt wieder diesen hier. Ich würde das halt gerne schaffen, zweimal Gold in der Folge, das wäre schon genial. Da könnte man ganz gechillt nämlich Richtung Ölbohrer dann nämlich fahren und hätte dann einiges geschafft, ohne große Probleme. Und hier ist jetzt, hier kommt. Ja, jetzt ist hier die Schwierigkeit, meine Damen und Herren. Das wird jetzt das Ding sein, wo ich gleich Angst habe, dass ich es wieder verhaue. Ich habe doch damals, glaube ich, noch eine andere nämlich gemacht. Okay, aber jetzt kommt nochmal ein knackiger Formlauf hier. Das Ding war doch auch nicht so ohne hier, oder? Das Ding? Ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige. Wer hat sich den Weg hier ausgedacht? Wer wollte den Weg hier lang? Da hier schon wieder alles. Okay, wir stehen noch. Noch. Ist aber allgemein eine sehr kipplige Passage hier, finde ich. So. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich gerade mich darauf konzentriere, dass ich das Ding irgendwie hinkriege. So, warte mal, pass mal auf. Kannst du mir, genau, kannst du mir den einfach geben? Danke. Boah, Mann, Spiel, warum machst du das immer in letzter Zeit? Okay, 3 Minuten haben wir noch, meine Damen und Herren. Das Ziel ist schon nah, aber man weiß nie. Okay, du kannst wieder zurück huscheln, mein Kleiner. Komm, Lolek, das schaffst du. Du kriegst hin, mein Rosa. Sieht immer, dass der irgendwo gegen Kante. Das ist so, was ich nicht ganz so verstehe bei dem, dass der irgendwo immer was hat. Der ist eigentlich ein total geiles Fahrzeug, aber immer irgendwelche kleinen Mini-Kanten und dann... Jetzt müssen wir hier nämlich ein bisschen ausholen und einschwenken. Huch, du war, ey. Mal, ey, manchmal reagiert der gar nicht und dann ist er gleich wieder... Und auf Gold. Yeah! Den haben wir auch. Gute Arbeit, mein Freund, du bist
Du bist blitzschnell, hier ist deine Belohnung. Naja, blitzschnell nicht, das war eher so ein kleiner Lucky Move Try. Aber immer noch 93%. Was ist denn hier los? Also, wir haben den nächsten Wettbewerb. Wir haben noch einen Wettbewerb, der ist hier dann übrig. Den würde ich mir aber eher für die nächste Runde aufheben. Ich will mit euch jetzt einen ganz gemütlichen Abspann sozusagen Fahrt machen, dass wir schon Richtung Ölbohrer dann fahren. Das wäre ja so meins jetzt. Ich würde jetzt mit euch gerne Richtung Ölbohrer fahren und das Ding dann in der nächsten Folge hier den Wettbewerb machen. Stop! Holen wir uns ganz gemütlich den Ölbohrer, fahren jetzt so schön in die Richtung hin. Ey, wir haben zweimal Gold gemacht, ja? Das ist schon geil. Das freut mich. Wir haben aber kein Prozent in der Hauptding gemacht. Das finde ich irgendwie witzig. Kein Prozent in der Hauptstory. Aua! So, na dann lasst uns ganz gemütlich das ausklingern. Wir fahren noch ein paar Minuten einfach zusammen. Vielleicht fahren wir auch bis dann hinten durch. Das ist jetzt für euch so die Möglichkeit. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne hier so Daumen und Abo und so. Mache ich jetzt einfach mal so zwischendurch. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, einfach dabei zu bleiben. Ansonsten fahren wir jetzt mal hin so gemütlich. Ich würde mich über jeden Beifahrer freuen hierzu. Ja, ich weiß auch, wenn ich jetzt gerade fahre wie ein Klobby Bobby. Aber, ja. Fahren wir noch ein bisschen so durch den Steinbruch. Ja, wir fahren noch durch den Steinbruch und den Rest fahre ich dann ganz gemütlich alleine. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das ganze Thema so schnell abgegessen ist. Ne? Also, ich hatte jetzt damit gerechnet, dass alles ein bisschen länger dauert. Ich scheitere oder sowas. Ich plane ja sowas so ein bisschen auf dem hinaus, dass ich dann vermute, ich könnte scheitern. Das ist so ein Ding. Das denke ich mir dann immer. Da muss ich dann immer sehen halt. Deswegen, also überleg grad. Nee. Doch, das wäre eigentlich voll ideal jetzt, ne? So als Abspann. Ja, doch. Was soll er jetzt machen? Genau. Ich werde das jetzt so machen. Dafür werde ich mir den Ölbohrer aber heute nicht per Kran rauflegen, sondern den werde ich dann so machen. Wir machen einen kleinen Deal. Ja, weil wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, werde ich mir jetzt gucken, dass ich mir das irgendwo aufschreibe. Wie lange ich noch fahren muss, wie spät das jetzt ist auf meinem Timer hier bei den Dings. Wir sind jetzt bei ungefähr 28 Minuten rund und werde jetzt dann alles mit Musik untermalen und fahre jetzt hin, hole den Ölbohrer, bis wir hier ungefähr wieder zurück sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, let's Musik, Fats und so weiter.
Du! Dann kehre ich mal wieder. Ich habe mir gleich schon die Zeit aufgeschrieben. Ja, dreimal ist es ein bisschen daneben gegangen. Dreimal habe ich gerade im OBS was geguckt, weil da irgendwas nicht ganz gefunzt hatte. Und beim letzten Mal habe ich mir meinen Stift und Zettel rübergenommen und dann habe ich zu spät wieder gesehen, dass ich gleich gegen die Laterne gefahren bin. Ich muss jetzt mal gucken. Ich weiß jetzt nicht für euch, ihr habt es ja dann schon erlebt. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es dann in zweifacher oder in dreifacher Geschwindigkeit gemacht habe. Weil es waren ja doch jetzt gerade schon ganze sagenhafte 22 Minuten, die wir allein für das Hin und Zurück gemacht haben. Weil ich hatte mir gedacht, wisst ihr was, wir können euch da einfach mal mitnehmen. Dann seht ihr, wie sowas abläuft. Wir machen das so großen Teil zusammen und dann lassen wir das ja auch alles in einer Folge drin. Weil es ist ja nichts Besonderes. Gleichzeitig habe ich da ja auch nochmal gleich den Tanker gemacht. Dass ich da tanke. Ah ja. Und wo ich dabei vom Tanken war, das Ding, da habe ich nicht nach dem, das war was noch ein, das war glaube ich der vierte Ding, wo ich beinahe was kaputt gemacht habe. Ich wollte gucken, ob ich zwischen den Pfeiler und Dings reinkomme. Mir ist aber nicht richtig aufgefallen, dass der ja dann doch, er ist ja schon wendig genug, weil er ist ja auch groß. Und dadurch, dass er so groß ist, hat er ein paar Probleme gehabt, dagegen zu fahren, darüber zu fahren. Das ist, was ich meine, und das war so meine Problematik. Was da? Ist es das? Warte mal, nee, warte mal, so könnte man machen, genau. Lalalalalalalala. Genau. Ich hatte mir gedacht, das könnte man einfach auch mal alles komplett drinnen lassen, weil ich finde, das passt alles gut rein. Was ist denn jetzt los gerade? Er hat gerade schon wieder ganz schöne Probleme. Ich muss mal wirklich gucken, ich habe auch eine Weile wieder kein Grafikkarten-Update gemacht und so. Das ist eigentlich auch ein Fehler, weil er dürfte doch nicht so herumströdeln. Oder durch die Hitze jetzt wieder. Kann sein, dass ich wieder den, das ist ja beim Laptop immer das größte Problem, die Lüfter. Ne? Kannst du mir mal den nach da schicken? Danke dir. Ach so, ich habe nicht gesehen, dass ich hier auf B gekommen bin. B ist bei mir, willst du mich jetzt rollen? Ach, hier, meine, das ist immer, das Einzige, was mich an dem hier so stört, ist diese Problematik, dass er halt so extrem tief liegt, so ist er. Alles andere ist cool, dass er so tief liegt, da hat der so eine Probleme. Aber ansonsten läuft er. Also der Idee mit dem, dass man das öfters auch einfach mal macht, dass wir da ein bisschen mit Musikuntermalung das machen und so. Ich hatte erst überlegt, ob ich einen Komplett-Cut mache, aber ich weiß nicht, ich finde, es passt dazu. Dann seht ihr auch den Blödsinn, den ich dabei mache beim Fahren. Und ich finde, das gehört eigentlich schon dazu. Ich glaube, ich werde ihn mal wahrscheinlich auf Dreifahrgeschwindigkeit. Und nicht wundern, die Musik ist meistens Rock angehaucht. Ich mag halt Rock am liebsten. Deswegen untermale ich das auch. Und damit, aber das sind halt auch, wie gesagt, von YouTube lizenzierte Sachen. Die kann ich dann veröffentlichen. Ist jetzt nichts, was mir extra ausdenken würde oder so. Das ist so ungefähr, was mir Peppig 40 anhört. Was ich ganz witzig finde. Und deswegen nehme ich das in dem Moment mit rein. Das ist so mein Clou. Ich überlege aber, ob ich diesmal noch eine dritte Soundspur reinsetze. Dann dauert das wieder. Es kann sein, dass die Aufnahme für euch später dann da war, weil ich einfach, wenn ich da ein bisschen herumwerke und mehrere Spuren halt zusammenfüße, ich mache ja, ich habe die Videospur mit der Audiospur vom Spiel, dann habe ich meine Mikrofonspur, dann habe ich eine Videospur von meinem Daumen hoch und meine Videospur von Abo, bla bla bla, gedöhnt da. Und wenn ich die dann halt drinnen mache und das zusammen mache, geht das von der Time her, aber meistens schnippel ich dann herum, mache dann Übergänge. Das sind ja alles Dinge, wodurch der mehr zu tun hat, wodurch das alles ein bisschen länger dauert, bis der das zusammenpackt. Und wenn ich jetzt heute mit der dritten Spur mache, bin ich immer gespannt, wie das ist. Da werde ich nicht schnippeln, sondern werde die dritte Spur unten drunter liegen, staucht die ein bisschen, ich muss trotzdem schnippeln. Ich muss schnippeln, weil ich muss ja den Cut von der 28. Minute ungefähr bis zur 50. Minute ungefähr für euch nicht ersichtlich, weil es kürzer ist. Aber da ist ja der Cut drin gewesen und da ist die Beschleunigung von höchstwahrscheinlich 30 Minuten von dreifacher Geschwindigkeit. Dreifach finde ich ganz gut eigentlich. Ist sozusagen bei 22 Minuten ungefähr 7 Minuten nur, die ihr dann habt. Das passt dann ungefähr. Ich fahre jetzt mit euch hier diesen ganz normalen Weg. Ja, also ich fahre jetzt hier nichts Besonderes lang oder sowas. Ich fahre mit euch diesen normalen verdammten Weg, weil ich keine Lust habe. Ja, eigentlich auf sowas.
Ah, geht doch. Wir müssen auch gucken, wir müssen hier oben lang, ja? Nicht zu weit unten. Schön weit oben lang führen. Sonst kippt mir hier gleich alle vom Bord. Wie gesagt, ich habe hier den Vorteil, dass der recht eine lange Zugmaschine ist, wodurch das nicht ganz so schlimm bericht würde. Wenn du jetzt noch weiter rüber fährst, dann schon. Hey, Lodi, was machst du hier? Machst du Urlaub im Schlammparadies? Das ist aber mal witzig. Der Lodi gönnt sich eine Schlammpackung. Habe ich den echt so abgestellt? Ja doch, stimmt. Du hast mich hier hochgehievt, wa? Ich glaube, ihr wolltet das letzte Mal hier sehen vor 2 Folgen. La 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 la
Und dann werden wir da runterfahren und das Ding auch erledigen, sodass wir Transtamir fertig machen. Und hier haben wir ja alles nur noch dann in Riss unterwegs. Sprich, sodass wir die eine abschließen und dass wir dann noch die Zementlieferung machen. Dass wir dann sagen können, jupp, wir sind fertig, wir haben alles erledigt, alles ist da, alles sollte so sein. Perfecto lecto. Nun, ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss!